Ohne Gaia kann ihre Seele keine Verbindung zu Gott aufbauen. Die Gaia umgibt etwas Mystisches. Auch bei den alten Ägyptern galten sie als heilige Vögel, wegen ihrer Fähigkeit, Totes in Leben zu verwandeln. Mallorca hat eine ungleiche Schwester. Menorca liegt rund 40 Kilometer weiter östlich. An klaren Tagen ist die Insel mit bloßem Auge zu erkennen. Eine Motorjacht benötigt nur wenige Stunden für die Überfahrt. Menorca erscheint wie eine andere Welt, die einem langsameren Rhythmus folgt. Die Bewohner der Insel sind stolz auf die eigene Pferderasse, die schwarzen Menorquiner. Carina Marquez ist auf dem Gestüt der Familie aufgewachsen. Ihr Vater betreibt eine Reitschule. Viele seiner Pferde haben große Preise bei internationalen Turnieren gewonnen. Die Menorquiner-Pferde eignen sich gut zur Dressur, weil sie feine Bewegungen beherrschen. Weltweit gibt es nur rund 2500 Exemplare. Carina hilft ihrem Vater oft bei der Dressur. Du darfst sie nicht schlecht behandeln oder brutal mit ihnen umgehen. Immer mit Zuneigung. Denn du besitzt das Pferd ja, weil du es liebst. Sonst hättest du keins. Wenn du das Pferd streichelst oder mit ihm redest, wird es mehr Vertrauen zu dir haben, als wenn du es schlägst. Das Wichtigste ist Beweglichkeit. Dann ein bisschen Mut und Improvisationsvermögen. Auch etwas Psychologie ist vonnöten. Dann beginnen wir mit den Übungen. Traversen, der spanische Tritt, Passagen, die Piaffe oder das Aufbäumen. Aber es geht nicht mit jedem Pferd. Es gibt ja auch viele Leute, die Fußball spielen, aber Spieler wie Ronaldo oder Messi gibt es nur wenige. Um ganz Menorca herum führt ein alter Weg, genannt Camí de Cavalls, der Pferdeweg. Schon im Altertum umrundeten berittene Wachen täglich die Insel, um nach feindlichen Schiffen Ausschau zu halten. Lange Zeit versperrten private Grundstücke den Weg, bis Naturschützer ihn vor einigen Jahren reaktivierten. Und so nutzen ihn heute neben Wanderern und Spaziergängern auch die Pferdefreunde wieder gern. Die Menschen auf Menorca versuchen, Fremdenverkehr und Inselleben in Einklang zu bringen. In den letzten Jahren geht der Trend zunehmend weg vom Pauschaltourismus und hin zu einem nachhaltigen Fremdenverkehr. Unter Menorca gibt es Aufregendes zu entdecken. Die Höhle Pont d'en Gil gilt als die größte und schönste zu betauchende Unterwasserhöhle der Balearen. In 12 Metern Tiefe führt der Eingang in eine faszinierende Unterwasserwelt. Ein Labyrinth aus unzähligen, metergroßen Tropfsteinen. Taucher müssen sich an manchen Stellen durch enge Durchgänge schlängeln. Ein klaustrophobisches Erlebnis.
Nach 220 Metern ist das Ziel erreicht. Eine Kathedrale aus Tropfsteinen belohnt die Taucher für den mühsamen Zugangsweg. Nicht weit von der Höhle hat ein Archäologenteam eine römische Siedlung entdeckt. Nun suchen sie die nähere Umgebung über und unter Wasser nach weiteren Fundstücken ab. Die Archäologin Christina Bravo leitet die Ausgrabungen an Land. Das ist eine frühchristliche Basilika, wahrscheinlich aus der Mitte des 5. bis 6. Jahrhunderts. Wir sehen das linke Kirchenschiff, dahinter das Mittelschiff mit der halbrunden Apsis und das andere Seitenschiff. Christinas Chef Fernando Conteras ist vor einigen Jahren auf die Grundmauern der römischen Stadt gestoßen. Bald kamen immer neue Fundstücke ans Tageslicht. Fernando musste Studenten aus dem Ausland anheuern, um die Arbeit zu bewältigen. Dies ist eine römische Grabstätte aus dem 5. Jahrhundert nach Christus. Die Köpfe liegen immer in Richtung Westen und die Füße in Richtung Osten. Die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter. Das war die Art, wie Christen im Altertum begraben wurden. Die Geburt und das Ende des Lebens. Einige von Fernandos Studenten nehmen zum ersten Mal an einer echten Ausgrabung teil. Die Begeisterung ihrer Lehrer ist ansteckend. Nach und nach zu verstehen, das fasziniert mich. Es ist wie ein Puzzle. Du weißt nichts oder nur wenig, obwohl es vielleicht viele Bücher über die alte Kultur gibt. Vor Ort entdecken wir das normale Leben der Menschen, die Mauern ihrer Häuser. Wir finden alltägliche Dinge, Kochgeschirr oder Werkzeuge. Körnchen für Körnchen fügt sich ein Bild zusammen, durch das man die Geschichte besser versteht. Wir machen heute einen ersten Tauchgang und werden einige alte Anker sehen. Die meisten Teilnehmer stammen aus den USA oder Australien. Dort gibt es keine Stätten der klassischen Archäologie, die sich mit dem Erbe der Griechen und Römer befasst. Deswegen lernen sie die Praxis nun auf Menorca, bei einem Praktikum. Wissenschaftliches Arbeiten im Meer gehorcht strengen Regeln. Denn die Gefahr, dass Taucher wertvolle Fundstücke versehentlich zerstören, ist groß. Heute werden wir zu einem Ort tauchen, an dem einige Anker liegen. Mehr als 10 Stück. Wir nehmen den Metalldetektor mit. Sicher ist das ein alter Liegeplatz. Und wir werden uns bemühen, noch mehr Anker und Schiffe zu finden. Wir waschen jetzt alles, was wir heute gefunden haben. Vor allem die Keramik, damit wir die Herkunft bestimmen können. Erst wenn alles gesäubert ist, können wir die Merkmale erkennen. Farben, Verzierungen und kleine Partikel. Morgen beginnen wir mit der Einordnung. In diesem Material befinden sich zwei Teile, die zusammenpassen. Der Rand eines Mörsers mit einem Stück des Bodens. Wir wissen, dass es ein Mörser ist, weil noch einige Steinchen dranhängen, die dazu gedient haben, Nahrungsmittel zu zerstoßen. Das war unter Asche begraben und scheint auf das 5. Jahrhundert hinzuweisen. Die Gewässer rund um Menorca gelten als Taucherparadies, wegen geringer Strömungen und der bis zu 50 Meter weiten Sicht. Die Gruppe muss gar nicht weit hinaus aufs Meer, um ein erstes archäologisches Ausgrabungsfeld zu erreichen. Das Tauchen nahe am Meeresgrund ist schwierig. Einige machen typische Anfängerfehler.
Wer mit den Flossen den Boden berührt, wirbelt Staub auf. Die Sicht an der unterseeischen Ausgrabungsstätte trübt sich dann stundenlang ein. Die wichtigsten Rüstzeuge sind Maßband, Fotoapparat und Selbstbeherrschung. Manch einer atmet vor Aufregung zu hastig, sodass der Sauerstoffvorrat bald zur Neige geht. Für das Aufspüren von Fundstücken